Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Also zur ersten Folge Overwatch. Und zwar spielen wir heute mal das Tutorial von Overwatch. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf dieses Spiel. Und würde jetzt mal sagen, ja, wir fangen jetzt einfach mal an, Leute. Wir fangen jetzt einfach mal an und spielen Overwatch. Tutorial spielen. Lade Tutorial. Ey Leute, meine Razer-Tastatur macht tut gerade alle Tasten rein, also alle Tasten, die ich brauche, leuchten jetzt gerade. Wie geil. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Hiya, Tracer hier! Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Hier drüben! Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Hier bin ich! Fangen wir mit den grundlegenden Bewegungen an. Folgen Sie Tracer auf ihrem Weg durch den Hangar. Folgen okay, Sie machen weiter wir mal. Tracer. Folgen Sie Tracer weiterhin. Ausgezeichnet. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Bye. Sie befinden sich jetzt im Schießstand. Bitte betreten Sie den markierten Bereich. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Cool. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben sie. Okay. Ihr schweres Impulsgewehr ist ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir sie schießen lassen können. Sie zielen mit dem Fadenkreuz in der Mitte ihres Bildschirms. Bewegen sie es über den Trainingsbot okay. Und feuern sie dann. Hä? Ach so. Gute Arbeit. Sie können einem nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Schließen Sie zum Trainingsbot auf und führen Sie einen Nahkampfangriff aus. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürften. Gegner wie zum Beispiel diese Trainingsbots werden mit einer okay. Roten Umrandung dargestellt. Ah, also mit er Sobald na toll. Gegner eine gute Talk, das ist ja richtig doof. Über ihrem Kopf ihre Trefferpunkte eingeblendet. Die meisten Waffen verfügen nur über begrenzte Munition und müssen nachgeladen werden. Ihr Umgang mit der Waffe ist hervorragend. Ihre aktuelle Munition wird unten rechts angezeigt. Wenn die Munition zur Neige geht, wird automatisch nachgeladen. Zusätzlich können Sie jederzeit manuell nachladen. Ein Bot steht noch. Ausgezeichnet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Yay! Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Beginnen wir mit Sprint. Bitte bewegen Sie sich zum Markt. Zusätzlich zu Sprint können Sie sich mit dem biotischen Feld selbst heilen. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Nein! Bauen Sie jetzt ein biotisches Feld auf. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen okay. ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen Sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Feuern Sie Ihre Helix-Raketen auf die Ziele. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig ja. aufgeladen werden. Okay. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Geil! Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen.
Schaden lädt ihre ultimative Fähigkeit auf. Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Ihre ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Ihr taktisches Visier ist aufgeladen. Das taktische Visier optimiert ihre Zielfindung, sodass ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. Ey Leute, bei meiner Racer ist es so geil. Ich sehe das alles. Ich lade ihr taktisches Visier wieder auf, sodass sie die restlichen Trainingsbots zerstören können. Alle Ziele zerstört. Gute Arbeit, Soldier 76. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Gehen Sie durch. Leute, die Racing Chroma ist so geil. Ich krieg nämlich alles gezeigt. Auf meiner Tastatur. Mega geil. Wenn Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Ihr aktueller Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Ja, würde ich sagen, gegen die KI spielen wir in der nächsten Folge. Oder? Nee, lass es. Wir spielen jetzt noch einmal gegen die KI. Spielen. Okay. Und ich muss noch Overwatch gleich den Vollbild machen. Trainingsbereich Soldier 76. Hier können Sie Ihre Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Im Trainingsbereich können Sie den Helden hier wechseln. Auf anderen versuchen wir unser Glück mit einem anderen Helden. Wählen Sie aus der Liste unten. Wenn Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie auf die Informationstaste drücken, um sich seine Details anzusehen. Wenn Sie bereit sind, schließen Sie bitte dieses Bestätigen Sie jetzt. Sobald Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie sich seine Details jederzeit ansehen. Der Trainingsbereich steht Ihnen jetzt offen. Sie können gern immer wieder hierher zurückkehren, um verschiedene Helden auszuprobieren oder Ihre Fähigkeiten zu trainieren. Willkommen in Junkertown. Schon geil. So. Suchen wir mal das Match. Ankunft beim Lijiang Tower. Bum, bum, brum, brum, brum. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Yes, love!
auf das, was vor uns. Runde 1. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Greift das Ziel an. Gerade noch rechtzeitig. Ziel eliminiert. Leute, das Spiel macht mir jetzt schon richtig Bock. So Leute, dann machen wir anscheinend jetzt die zweite Runde. Dann mal los! Heute sind wir alle Soldaten. Alter Leute, das macht so Bock. Ohne Spaß, ist das geil. Feuer und Flamme. Eine Zerstörungssequenz rein.
immer ihr Ziel. So. Mein Gott, Leute, wie geil ist das? Highlight des Spiels. Das ist eure gerechte Strafe. Das war's von dieser Folge. Bis zur nächsten Folge. Noch einen Tschüss.